Der gestiefelte Kater sieht so dermaßen süß aus. Oh mein Gott, da bekomme ich Gefühle. Hallo? Hallo? Hallo, weiter geht's mit Check the Fidget. Willkommen dazu. Ich bin der Lars. Ich begrüße euch ganz herzlich. Wenn ihr es seht, bin ich immer noch auf der Gamescom. Von daher kann ich gerade nicht auf Kommentare antworten. Und wenn denn nur abends, ich wollte gerade sagen, im Kino, natürlich im Hotel. So, wir starten auf Server 22. Ein erster Tag ist angebrochen. Das bedeutet, ich kann hier was reinknallen. Ab ins Klöchen, Popöchen und den Rest können wir erstmal wegwichsen. Ich habe gestern den Tag nicht eine Aufnahme gemacht. Ich habe aber im Dämonenportal rumgestöbert bzw. vorbeigeschaut. Ich habe eine Waffe bekommen, und zwar diese hier mit 1502, 1400, ja, der Durchschnittsschaden. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Ich würde auf jeden Fall ein Damage-Upgrade nicht geben. Aber es ist nicht schlecht. Also eine bessere Spanne. Nach rechts raus 1500 und einen besseren Durchschnittsschaden. Wenn ich da erst noch eine Verzauberung drauf mache, dann sollten wir auf jeden Fall gut dabei sein vom Damage. Aber ich werde die erstmal im Hintertürchen behalten, weil es halt keine Epic-Waffe ist. Und wie jeder weiß, der Lars braucht nur Epic-Waffen. Die Post blinkt, die Gilde blinkt, alles Wunderbärchen. Deswegen schauen wir erstmal in der Gilde vorbei. In der Gilde sehen wir ganz viele Kämpfe auf den alten Schlinger, den alten Dreckigen. Mann, ist das ein Schlingelboy. In der Post blinkt es auch fleißig. Danke für die ganzen Nachrichten. Alter Schwede, habe ich viele Angriffe bekommen. Oh, Hühn, ist das einfach Horrorhuhn? Welchen Rang bin ich denn jetzt? Rang 10 immer noch. Wo bekomme ich denn so viele Angriffe? Ach ja, natürlich dadurch, dass man jetzt täglich bzw. pro Tag diese Angriffe machen kann, um ein bisschen Erfahrung zu bekommen. Ich werde erstmal jetzt schnell den Befehl eingeben, und zwar Delphites, damit damit schnell die ganzen komischen Nachrichten hier weg sind. Dom. Letztes Mal, beziehungsweise vor ein paar Tagen, habt ihr mich gefragt, wie dieser Befehl da ist. Ist schon etwas länger her. Tut mir leid, ich nehme das Ganze in 2 Tagen hier auf. Alles für fast eine ganze Woche. Dieser Befehl, das war ein Befehl, der war vor 3 oder 4 Tagen mit diesen Chow oder Mushroom oder Room, beziehungsweise Pilzen. Ich weiß gar nicht, wie der Befehl richtig ging. Und zwar war das ein Befehl, da blättert man beim Epic Event, beziehungsweise er blättert so lange, bis er ein Epic bekommt, automatisch und bleibt dort stehen. Das war dieser Befehl, damit habe ich schon mal ein Epic-Event geblättert. Könnt ihr mal in der History durchschauen, seht ihr nur ein paar Videos bei Shake the Fidget. Ich glaube, ich muss bald die 3. oder 4. Playlist anfangen für Shake the Fidget. Na, egal. So, wir fangen mal an mit Hühn, der schreibt, hi, warum gibt es im Zauberwaffenladen noch immer Items für Silber? Und bekommst du pro Level eigentlich noch mehr Gold in den Quests? Wenn ja, dann kannst du ja bald ohne Ende skillen, weil der Preis deiner Skillung wird ja nicht mehr erhöht wird. Hehe, Gold-Cheat. MFG Horrorhuhn, haha, denken auch viele was anderes, aber es bedeutet haha gleich Horrorhuhn. Bitte nicht so rechts denken, sondern mehr... Doch, rechts ist schon okay. Nein, ist es nicht okay. Ganz ruhig bleiben, Leute. Wir wollen hier nicht jetzt ausfallen werden. Warum im Waffenladen immer noch das Item gibt für Silber? Keine Ahnung. Und das mit dem Gold, da achte ich gar nicht drauf. Aber ich denke doch mal, dass es immer wieder mehr gibt. Natürlich bekomme ich auch immer mehr dadurch, dass ich auch im Turm vorankomme. Prozentual mehr. Von daher denke ich mal, dass man pro Level auch mehr Gold bekommt. Danke für die Nachricht, Horrorhuhn. Fail. War Server 24, aber okay. Fragen. Hey ho, Zuschauer, ich suche noch Let's Plays von Shakes and Fidget und fand dich. Du spielst doch auf Server 22, ich glaube 24, und dein Video gesehen, aber wo ist deine Gilde hin? Wie, die ist weg auf Server 24? Was ist denn los mit der Gilde? Da schau ich gleich erstmal nach. Videos, du bist so nice, geil. Ich gucke deine Videos sehr oft, schreibe dir auch Nachrichten, aber du liest sie nie. Wie? Nie? Guck doch mal jetzt. Weißt du, was voll nice wäre, wenn du mich mal bewerten könntest? Mach weiter so mit deinen geilen Let's Plays, der Seidklaw? Okay. Du siehst auf jeden Fall sehr spritzig aus. Gefällt mir. Du hast bloß eine kleine... Ja gut, die Hexenart ist in Ordnung. 35% das A ist natürlich nicht akzeptabel und gibt erstmal ein. Ja gut, Level 57. Von daher push bis to the limit. Verdammte Scheiße, hau da was raus. Einfach auf die Kacke hauen und immer schön alle 10 Minuten angreifen. Bis 85% kannst du pushen. Jawohl, ein Trank des ewigen Lebens. Das gibt ein. Nice. Genau wie der Mount ein. Nice. Und eine Epic-Waffe läuft bei dir. Von der Skillung her sehen wir, dass du gut dabei bist. Das passt soweit, würde ich erstmal dabei belassen. Und du hast schon einen Gilden-Portal-Bonus von 9%. Da sieht man auch, Low-Level-Chars haben jetzt 9% mehr Schaden. Und ich glaube, das macht sehr, 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 sehr viel aus. Ich will mir überlegen, ob wir dann, wenn ich auf Server 3 anfange nach der Gamescom, ob ich dann wirklich das Dämonenportal beziehungsweise in eine etwas höhere Gilde reingehe und dort mit dem Dämonenportal rumrotze. Oder wirklich, ob wir dann die Zuschauer gründen. Wäre natürlich auch geil. Ich denke mal, dass die meisten wollen, dass sie die Zuschauer gründen. Deswegen wird es die auch wohl geben auf Server 3. Ihr braucht doch noch nicht anmelden. Es wäre halt am coolsten, wenn wir gleichzeitig starten. Das wäre halt der Hammer. Dann könnt ihr versuchen, mich zu schlagen. Dann spielen wir, also du und ich, zusammen 300 Alu und mal gucken, wer am schnellsten vorangeht. Deswegen wartet ihr bitte, bis es soweit ist. Und dann starten wir gleichzeitig beziehungsweise alle zusammen auf Server 3. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und super geil. Dankeschön dafür, wenn ihr wartet natürlich. So, was machen wir jetzt? Wir haben Waffenzauberladen durchgeklickelt, die Klick. Wir waren schon auf dem Klöchen, Popöchen, gehen jetzt erstmal noch ein Böscheln hier
ein bisschen verskillern. Und zwar skillen wir doch gerne Geschick, bisschen Ausdauer, Geschick und so weiter. Nebenattribut Arena-Kampf gegen den Kogan. Hallo Kogan. Was war das? Hat er mich gerade total hardcore weggekrittet oder was war das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es gerade sehr, sehr krass, wie er mich verkillt hat. Immer noch Rang 10 ist akzeptabel. Wir gehen dann am Ende in den Dungeon und greifen hier erstmal... Jan? Nein, wir gehen erstmal hier rein. Und zwar habe ich ja gestern schon mal den anderen umgeklatscht, weil, wie gesagt, ich habe gestern nicht aufgenommen, sondern einfach nur angegriffen. Ich versuche ja, beziehungsweise ich greife ja täglich hier an. Und der hat eine richtig große Fresse. Ich glaube mir, da passen sehr viele Schwänze rein. Oh, Entschuldigung. Nein, der hat natürlich ein sehr großes Maul. Und ich schaffe mir den im First Try, der Zusammenrotter. Ich bin der Zusammenrotter. Ich habe ganz komische Arme und mit diesem Maul. Komm schon. Ja. Es ist jetzt schon zu weit mit dem Dämonenportal. Wir sind schon bei geschafft 14. Jetzt sind wir bei Akt 2, Ebene 5. Haben jetzt schon 14% mehr Leben. Mehr HP, richtig krass. Jan, der Hämmerer vielleicht mit 14% mehr HP. Ja, okay, das interessiert dich scheinbar nicht. Das ist mir doch egal, sagt er mir. Ist doch egal, ob wie viel Prozente du mehr hast, Lars. Ich werde dich trotzdem einfach mal kaputt schlagen. Nicht mal unter 15% ein Try? Nicht mal? Das war knapp. Das war knapp. Im Türmchen haben wir den bequemen Bär, aka Baloo, der Bär, der fliegende Superheld. Obwohl, der fliegt mit dem Flugzeug. Ja gut, zählt auch zu fliegen. Ist auch ein Superheld, ne, ist er nicht. Und Baloo ist so langsam wirklich drin. Ich denke mal, spätestens nach der Gamescom werden wir ihn auf jeden Fall vernichten. Aber ich glaube, wir könnten auch nach der Gamescom, wenn ich weiter mein Dämonenportal mache, könnten wir auch den Jan, den Hämmerer, umklatschen. Hätten dann alle Dungeons ready, beziehungsweise alle Dungeons fertig, Singleplayer-mäßig. Also, ne, wisst ihr Bescheid, dann hätten wir halt hier, ne, den 13. Stock fertig und den Rest auch fertig. Und dann wären wir sowas von geil, Leute. Dann haben wir unser Lebensziel erreicht, um sowas 22 und konnten beruhigt sterben gehen. Ja, das können wir dann. Ab zur Gilde versuchen wir noch den alten Schlingelboy hier. Den treten wir auch nochmal dick zwischen die Muschi, weil es eine Katze ist. Und ja, dann war es mit Server 22, gehen weiter auf Server 24. Und da fragen mich welche, war das nicht gerade die Frage, Server 24, wo bist du hin, Lars? Die Zuschauer, also ich sehe die irgendwie noch. Also die sind doch gar nicht verschwunden. Und Zuschauer gibt es auch noch, die Zuschauer. Ich weiß nicht, was los, ich kann es etwa nicht Zuschauer oder die Zuschauer schreiben. Wir sollten auf jeden Fall noch öfter sagen, dass wir die Zuschauer, beziehungsweise der Zuschauer. Der Zuschauer schaut gerne, wie andere Zuschauende Schauer schauen, wie ein Regenschauer. Na egal, Waffenladen ist scheiße. Im Zauberland finden wir einen großen Intelligenztrank, den ich brauche, denn ich habe ja alle drei Tränke. Ich bin voll vorbereitet. Ich bin so geil. Nice. 548. Nee, das lohnt sich nicht. Für 8 mehr. Nee. In der Post blinkt es, überall blinkt es. Klöchen, Popöchen war ich ja gerade eben. Gehen wir mal schön auf die Gilde und schauen uns den letzten Kampf an. Was haben wir als letztes für einen Kampf gegen Höllenaura? Haben wir verloren. Biver hat's wieder gezeigt. Er schafft es einfach nicht, den zu besiegen. Schade, Biver. Ich greife einfach jemanden an hier, beziehungsweise wir greifen jemanden an. Wie wär's denn mit denen hier? Greifen wir an hier, zack, Angriff, damit die Leute freuen. In der Post wird auch fleißig weitergeschrieben, Dankeschön dafür, geiler LP, geile Let's Plays. Du bist der geilste Let's Player der Welt, Dankeschön, Betreff von diesen hier. Ich bin ein Fan von dir und möchte in deine Gilde. Dann bewerb dich doch beim Biver. Gilde, Biver, hey Lars. Hey Lars, du machst echt Hammer, nice Videos. Nice. Ich gucke sie aber erst seit ein paar Monaten. Das ist unerhört. Das ist unerhört, sowas. Hörst du bitte auf damit? Nein. Wollte fragen, ob ich in deine Gilde könnte, da ich ein sehr aktiver 100-Alo-Spieler bin. Gerne. PS war auf Server 24 wegen dir angefangen. Dankeschön dafür. Nice. Dann schreib doch bitte den Biver an. Und der Drawmaster schreibt, nice. Hey Zuschauer, ich wollte schreiben, dass du super nice bist. Guck deine Videos immer und gebe natürlich einen Daumen nach oben. PS, gibst du deinen Zuschauern? Ach, ein nice, oder was? Einen Daumen nach oben. Also ich gebe dir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Seht ihr gerade, ich habe keine Webcam an und ich gebe dir einen. Nice. Dafür, dass du so geil bist und beziehungsweise alle, die meine Videos schauen und die mir Likes geben, sind einfach nur geil. Deswegen auf jeden Fall richtig geil. Server 2 UK, bitte lesen. Warum spielst du nicht auf Server 2 UK? Würde mich freuen, wenn du wieder anfängst zu spielen. Spiele ich doch. Nice. Ich spiele doch da aktiv zurzeit. Ich versuche meine 100 Alu mal zu klicken. Und hier sind noch weitere Nachrichten, die ich dann später vorlesen möchte. Von daher, die werden nicht verfallen, sondern die werden auf jeden Fall irgendwann auch noch vorkommen. Wir gehen schnell auf unseren Charakter und skillen. Geschick und Ausdauer ist der Kollege, den wir gerne skillen. Und die Nebenattribute. Nebenattribute, den Rest auch noch. Arena-Kampf gegen den Free 1234. Natürlich vergenussferkelt. SA ist hier Wunderbärchen, gefällt mir richtig geil. Gehen wir jetzt in den Dungeon, haben nur 2 Tries, egal. Versuchen auf jeden Fall erstmal in den Dämonenportal irgendwie voranzukommen.
knapp. Knappes Ding, aber beim nächsten Mal ist er auf jeden Fall down. Dann kommt, wir sind hier übrigens schon auf Server 24 im 13. Stock, Leute. Im 13. Stock mit einem 100-Alu-Char. Oh, ist das geil. Komm schon, mein junger Freund. Kommen Sie doch bitte. Kommen Sie doch bitte. Ja, schade. Im Türmchen hätten wir auch noch was vernichten können. Zum Beispiel den Peter. Denn der Peter geht noch einen Meter, bevor er die Klippe runterkracht. Aber wir haben keine Pilze mehr. Das ist der Fluch von einem Non-Pilzer. Man hat nie Pilze. Spendbare null. Null Spendbare, nicht mal Videos geschaut, der Lars. Nichts, gar nichts. Nada, niet, shit, nichts. So, dann haben wir das auch schon mal und wir gehen dann nochmal schnell in die Gilde. Aber das Biest werden wir nicht umklatschen. Wir sind halt nicht dreckig genug, um den wegzuklatschen. Von daher passt es, ist okay. Und gehen auf den letzten Server. Wir gehen nicht wie gain, sondern wir gehen. Wir sind halt nicht schwul. Oder doch, keine Ahnung. Wir gehen auf den letzten Server, das wäre hier Server 30. Server 30 bin ich ja echt positiv überrascht letzte Zeit, weil wir da richtig rumrocken und es so viel Spaß macht auf Server 30. Ist einfach nur der Hammer. Es ist dermaßen der Hammer. Ich raste da völlig aus. Das kann jetzt weg hier. Klo wurde ja eben schön reingekackt. Hallöchen, Popöchen ins Klo gekackt. Und hier finden wir nichts im Waffenladen. Im Zauberladen finden wir einen großen Trank, aber nur für Stärke. Brauchen wir nicht als Magier. Mir fällt echt auf, dass ich viel zu viele Magier habe. Von daher muss ich mir echt mal ein paar mehr Krieger und Kundis zulegen. Tränke sind okay. Mount hält noch etwas. Also, sieht knapp, Leute. Ich glaube, das Mount wird bald auslaufen. Deswegen eine Spendenaktion. Spendet mir noch bitte Pilze. Ich brauche neue für den Greifendrachen, weil er bald ausläuft. Unten steht meine Kontonummer und Geheimzahl. Nur so nebenbei. Ja, 443 Tage. Das wird knapp, Leute. In der Post blinkt es auch fleißig. Danke schon dafür. Urlaub. Mieze. Fusion. Oh. Wenn ich das schon wieder lese. Oh. Was machst du in meiner Gilde? Verfolgst du mich, der Gamesjodler, wieder? Ja, alte Dreck. Ich bin heute sehr früh angefangen mit der Alu. Der alte Gamesjodler hat bestimmt Ferien. Denkst du, ich bin Schüler, ich habe Ferien, ich gönne mir erstmal was. Oh, darf ich den Metzger gleich umklatschen? Ich glaube, komm, mit meinem Level wird das nicht drin sein. Oder 226, wer weiß. Hätte ich wirklich, also es war einer meiner größten Shakes and Fidget-Fehler. Ich hätte nie auf Server 30 aufhören sollen. Es tut mir leid, Leute, das wäre der geilste Server mit gewesen. Wir hatten so viel Glück, wir hatten so viel Luck. Wir würden oben mitspielen. Es war einfach nur dumm von mir. Man sieht, ich habe hier 8700 spendbare Pilze. Jemand hat letztens geschrieben, Lars, du hast bestimmt schon 10.000 Euro ausgegeben für Shakes and Fidget. Nein. Es sind niemals 10.000 Euro, nicht mal ansatzweise. Von daher ganz ruhig bleiben. Ich werde niemals, ja gut, 10.000 Euro nach 5, 8, 10 Jahren ist, glaube ich, akzeptabel, wenn man das quasi so hochrechnet für die Videos. Aber bis jetzt noch nicht und das wird auch erstmal nicht passieren, Leute. Ich bin nicht so einer, der gleich 10.000 Euro in einen Server reinsteckt. So ein Hardcore-Pilzer bin ich nicht. Und ich habe letztes Mal auch eine Beleidigung, bis wir einen Diss bekommen, von wegen, Lars, du hast gar keine Ahnung von Shakes and Fidget. Von Server 1 bis 14 waren die ultra-super-Hardcore-Pilzer. Was jetzt ist, da hast du gar keine Ahnung. Ich habe da auch keine Ahnung von den letzten Servern, weil ich da nicht gespielt habe, beziehungsweise von den ersten Servern. Ich kenne nur die neueren Server, meine Erfahrung von Server 22 bis Server 33. Und wenn ich sage, von Server 22 bis 33, ab Server 30 kamen die Super-Hardcore-Pilzer für mich. Weil ich davor die nicht kannte. Deswegen sage ich, für mich sind das die Super-Hardcore-Pilzer. Vielleicht für euch, vielleicht andere Leute. Aber wenn jemand, weiß ich nicht, 10.000 Euro für einen Server ausgibt nach ein paar Monaten, ist es für mich schon extrem. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Meine Meinung zu den Hardcore-Pilzern kennt ihr ja schon. Die finde ich nicht ganz so toll, weil sie den Spielspaß etwas dezimieren, beziehungsweise doch sehr hart zerstören. Man kann es ja einmal machen für einen Server, wenn man das Geld hat. Wenn man es dicke sitzen hat, wenn ich mehrfache Multimillionär wäre, würde ich jetzt im Lotto 30 Millionen gewinnen. Würde ich auch einfach losrennen und einen Server, ich würde bestimmt dann sofort den nächsten Server, Server 34 oder so, oder ich würde irgendwo auf Malle liegen und mir durchgehend einen blasen lassen, sowas in der. Aber wenn ich dann wieder Shakes and Fidget irgendwann spielen würde, wenn ich es machen würde, ich habe gar keine Ahnung. Wenn ich super reich wäre, würde ich, glaube ich, gar nicht daran denken, erstmal Shakes and Fidget zu spielen, oder? Dann machen wir doch irgendwie andere Scheiße. Irgendwann hat man dann wieder alles durch und ist wieder auf seinem Normallevel. Aber dann würde man vielleicht wieder reinschauen, ein paar Videos machen und so weiter. Und dann würde ich, glaube ich, auf einen Server auch richtig ultra super Hardcore-Pilze. Muss ich sagen, würde scheiß auf die Pilze. Ich gebe einfach jetzt 10.000 Euro reingeballert, bumm, nochmal 10.000 Euro. Wenn man es hat, dann hat man es. Aber ich glaube, ich würde es nicht jeden Server machen. Jetzt fragt euch ein bisschen, warum. Ganz einfach, weil ich weiß, ich würde einen Server richtig die Sau rauslassen, das ist gar kein Problem, da habe ich auch Verständnis für, wenn man, wie gesagt, reich ist, aber mehrere Server ist halt kacke. Wisst ihr warum? Beziehungsweise, weil das so, nicht weil das so ist, weil einfach dadurch zerstört man den Spielspaß von den anderen Leuten. Es gibt welche, die dann vielleicht ihr hart verdientes Geld da reinstecken, vielleicht sind auch Schüler, ihr Taschengeld da reinstecken und gerne oben mitspielen möchten für dieses Geld und auch die Erfahrung dafür haben von Shakes and Fidget. Aber dadurch dann kommt wieder so ein super Hardcore-Pilzer auf jeden Server, der irgendwie am Start ist und da hat man gar keine Chance mehr. Pay to win nennt man das. Sehr, sehr krass.
Und das mag ich halt nicht. Das finde ich nicht so toll. Ein Server, wie gesagt, kann jeder machen, wenn er so viel Money hat. Würde ich, wie gesagt, auch machen. Ist gar kein Problem. Aber nicht dann jeden Server, der rauskommt. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber jeder kann halt mit dem Geld machen, was er möchte. Ist meine Meinung. Jemand hat vielleicht andere Meinung. Von wegen, hau raus die Scheiße und Player Games freut sich eh über das Geld. Müsst ihr halt wissen, ne? Also das war meine Meinung dazu, zu diesen Hardcore-Pilzen nochmal kurz zusammengefasst. Hatte ich ja schon sehr öfters schon angesprochen. Von daher passt das ja so. Wir skillen erstmal ein bisschen weg hier. Intelligenz, Glück, Nebenattribute, Arena-Kampf gegen den WWDD. Gehen wir natürlich SA hier von 97% akzeptabel gepusht. In der Gilde blinkt es fleißig. Ab zum Dungeon. Und im Dungeon greifen wir erstmal, ich hoffe, wir haben drei. Unsere Tränke sind normalerweise Wunderbärchen, das passt auch. Versuchen wir den Frosch wegzuhauen. Mr. Frosch, gib uns 1% mehr, bitte. Ich möchte 1% mehr Gold. Dankeschön. Bekomm einfach was für einen Kundi. Wunderbar. Für den Kundi eine neue Brust. Oh, ich habe den Kundi gar nicht geskillt. Warum nicht? Jetzt schon. Egal. Ja, nicht schlecht. 250 auf alle Attribute. Oh nein, der lügt doch wieder. Der lügt doch. Pinocchio, warum bist du noch rumlügen? Also, wir können hier so viel umhauen. Ein neuer Ring und zwar ein Geschickring. Schon wieder für den Kundi. Unser Kundi hat nicht mal einen Gürtel. Oh, wie peinlich. 98 ist ein minimales Update. Die können wir auch noch umhauen hier, würde ich sagen. Eben schneller weggeklatscht, die alten, direkt mit kleinen Feen. Wieder oben rum wursteln. Ja, Glückshandschuh, jawohl, die können wir gebrauchen für unseren Krieger. Oh, der ist so gut. Er sieht so gut aus. Das ist meine Lieblingsfigur, beziehungsweise das Geilste, was es gibt, einfach nur im Turm. Der gestiefelte Kater sieht so dermaßen süß aus. Oh mein Gott, da bekomme ich Gefühle. Gehen wir nochmal einmal und greifen hier noch den Quellgeist einmal, schauen, ob wir den vielleicht schaffen. Jawohl! Nice. Sehr, sehr genial, das finde ich gut. Sind Stufe 227 geworden, jetzt kommt der Seelenklumpen. Ich habe aber keine Pilze mehr. Leute, wenn wir hier einmal blättern beim Epic Event, wir werden sowas von alles ausrasten, beziehungsweise vergenussfecken. Müssen wir irgendwann machen. Und dann würde ich mal sagen, habe ich soweit alles Server durch? Ein etwas kürzerer Part, ihr müsst das Ganze verstehen, dadurch wegen Gamescom und so weiter vorproduzieren. Ich muss halt noch ein paar Parts aufnehmen. Deswegen tut es mir leid, rendern, hochladen, die ganze Geschichte für eine ganze Woche vorproduzieren, ist halt ein bisschen viel. Es tut mir leid, wir können noch mal kurz die Post vorlesen hier. Beziehungsweise wir haben noch die ganze... Moment mal, ich bin hier total voreilig, Entschuldigung. Wie wäre es, wenn wir einfach mal hier angreifen? Oh, das Biest ist fast down. Und wie wäre es, wenn wir nochmal in der Gilde angreifen? Lars, du bist viel zu eilig hier. Sehr gut, noch ein paar Prozent abgezogen. Und natürlich gehen wir dann nochmal auf die Post. Und gucken hier noch Fusion, kurz und knapp. Raid, what's up, du geiler Lars? Hey, du Vergnussfäckler, ich gucke deine Videos schon fast 1,5 Jahre. Dankeschön, ich wollte sagen, du hast ja gesagt, dass man das Dämonenportal nicht durch Handy zocken kann. Ich empfehle dir, geht aber bis jetzt nur auf Android, hol dir die App, Shakes and Fidget HD, das ist das gleiche wie auf PC, bloß am Handy. Okay, PS. Also mein Schar bewerten wäre super, wäre voll nice von dir. Natürlich. MFG Nico, einer deiner vielen Abonnenten. Dankeschön, Nico. Nice. Nico the best, auf jeden Fall. Werde ich gleich mal testen, auf jeden Fall. Ich habe ja ein Android-Gerät und zwar habe ich ein Note 3, von daher passt es ja. 86% SA ist Wunderbärchen, gefällt mir. Mount, akzeptabel, Tränke auch und die Waffe. Chicken Master. Nice. Gefällt mir. Von den Werten her sehen wir hier 1399. 1374, das ist alles soweit in Ordnung. Vielleicht ein Ticken mehr Glücksskillen, sonst passt es. Und wir haben hier noch einen Text. Okay, das ist, hallo, wir, die Gilde, suchen dich. Was, ihr sucht mich? Ich wollte mich schon wieder welche abwerben. Welchen Rang sind die? Rang 4, ich bin gerade in der Gilde, Rang 6. Oh mein Gott, die wollen mich abwerben. Soll ich das machen? Ich weiß es doch nicht. Sind die? Na gut, ein Vorteil spricht für die Gilde, da ist GamesU da nicht drin. Von daher müssen wir schauen. Oh, GamesU, oder du alter, dreckiger, behaarter Mensch. Das war's dann soweit, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin der Lars. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr seid ein Haufen super nicer Boys. Bis zum nächsten Mal reingehauen und tschüssi. Nice. Tschüss.